Was ist in dem Paket? Das werden wir gleich rausfinden. Ist das die Glitzerbombe? Die gestern gestohlen wurde? Ja? Ja. Also war das der... Paketdieb? Ja. Ich bin so wütend! Ich bin auch wütend! Und nett finde ich den Kerl auch nicht mehr! Der Typ hat nicht chillig! Ja. Pass auf! Wir nehmen den Kaugummi, verwandeln uns in Captain Man und Kid Danger. Puff! Der Glitzer ist weg. Kurze Frage. Hörst du eigentlich nie damit auf, so super zu sein? Ich höre nie auf. Außer in den letzten 2 Tagen, wo ich andauernd eingeschlafen bin. Okay. Alles klar. Schmeiß den Kaugummi ein, dann sind wir bei Glitzer rein. Eingeschmissen. Nein, bin ich nicht. Ich meine, nein, ist er nicht. Ich meine, nein, sind wir nicht. Wer ist dein Bruder? Der ist bestimmt ganz toll, aber der ist nicht ich. Du solltest gehen. Und Sie müssen Henrys Boss von Junkin' Stuff sein. Ja, genau, der bin ich. Du hast eine schlaue Schwester, Henry. Alter! Ja, das ist dein Bruder. Ich bin sein Boss. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin gleich wieder da. Moment, wie kannst du da so ruhig bleiben und wo gehst du hin? Wer weiß noch alles davon? Weiß man das? Nein. Weiß Dad das? Nein, und nein, sie wissen's nicht, okay? Du darfst nichts erzählen, du darfst niemandem davon erzählen, weil es nämlich keiner weiß. Henry, du und Ray müsst aufhören im Pausenraum. Charlotte! Piper? Du hast gesagt, dass es sonst keiner weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß von gar nichts. Ich wach gerade auf und stelle fest, das ist nicht mein Zuhause. Wo bin ich? Okay, na gut, Charlotte weiß es und sie ist eine miserable Lügnerin, aber sonst weiß es keiner. Hey, Henry, der Paketdieb war dein Dad. Hi, Piper. Zieht euch meine gefakte Augenbraue rein. Oh Mann, was macht Piper hier? Jasper weiß es auch? Okay, ja, Jasper weiß es und Charlotte auch, aber das sind alle. Auf geht eure Sehr gut, alle sind hier. Hat sonst noch jemand Geheimnisse, die er Henrys kleiner Schwester anvertrauen will, bevor ich den Spaßstab anstelle? Wow, wow, wow. Was ist ein Spaßstab? Oh, guck dir doch einfach den Lauf an, dann zeige ich's dir. Alter, du kannst nicht einfach ihr Gedächtnis löschen. Ja, stimmt, dafür brauche ich einen Gedächtnislöscher. Wo finde ich wohl einen? Oh, sieh nur, hier ist einer. Niemand wird sich an meinem Gedächtnis vergreifen. Ich denke, das sehe ich anders. Weg von mir, es muss nein, einfach nein. sein. Lass ihn nein, los. Mich. Nein, ich will. Alles okay? Sind deine Erinnerungen weg? Ich glaube nicht. Sind deine weg? Mir geht's gut. Ich weiß, wer ich bin. Und wie geht's dir? Es geht mir gut. Aber wer seid ihr überhaupt? Und wer bin ich? Henry, dann lass deine Schwester rausgehen und die Leitung reparieren. Nein, das ist zu gefährlich, okay? Ich bin der Sidekick und ich riskiere mein Fertig. Leben. Fertig! Was? Hab's repariert. Lass uns fahren. Hast du im Ernst den Schlauch repariert? Das wäre beeindruckend. Leiten Sie mich schnell hier raus, Schwarz! Okay, ihr habt nicht genug Zeit, um zu Rays Ohr zu kommen. Ihr müsst durch ein anderes Loch raus. Aus dem, was riecht. Oh, ganz sicher nicht. Ja, dazu sage ich eindeutig nein. Ich meine doch seine Nase. Oh ja, durch Nasen zu steuern könnte ich den ganzen Tag. Pick up, wenn ich es sage, dann könntet ihr es schaffen. Verstanden. Okay, rutsch rüber, Piper, ich übernehme. Links! Rechts! Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts! Das macht Spaß! Links! Das ist es! Und jetzt stopp! Sie sind in seiner Nase, du musst sie da rausholen! Und wie? Nimm das! Und wie soll das jetzt gehen? Steck es in das Loch rein, was riecht, und saug sie raus! Sag einfach Nase! Jetzt tu es schon! Hey, wieso dauert das so lang? Komm her! Holen Sie uns hier raus, Schwarz! 6! 5! 4!
Watts? Charlotte? Wo sind Henry und seine schreckliche Schwester? Hallo? Und er passt der Ratsbleite raus! Sie sind zurück! Sie leben! Na, Henry? Wie fühlt es sich an vor einem Geisterhaus? Auf jeden Fall nicht gruselig. Also lasst es lieber. Ihr kriegt meine Steaks nicht. Er hat keine Angst? Nein, sein Fürchtitolwert liegt bei 100. Das ist wie 0 bei Fürchtitolwerten. Warum sagst du nicht gleich 0? Hey, Leute, mein Genitolwert schießt nach oben. Also können wir bitte weitermachen? Ja. Also du betrittst gleich ein Geisterhaus. Und du bist nicht allein. Wieso ist da ein Geist im Eingang? Nein, 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 da steht kein Geist im Eingang. Netter Versuch. Da steht aber jemand anders. Ein Freund. Fantastisch aussehend mit durchtrainierten Muskeln. Augen wie glühende Sterne, Haare dicker als ein Wasserfall. Können wir bitte endlich anfangen? Klar. Folge mir, wenn du dich traust. Na klar. Warte, du sollst mir folgen. Genau wie mein Haus. Aber viel gruseliger. Dieselbe Couch sogar, also. Ja, die Couch ist groß und ziemlich schwer zu bewegen. Mit einer anderen Couch wäre es vielleicht gruseliger. Hier geht's nicht um die Couch. Aber könnte so sein. Grüßerchen. Was macht der denn hier? Küche? Ich verreise über den Winter und suche einen Hauswart für das Haus. Wir tun es. Hauswart fürs Haus gibt mir Zeit zum Schreiben. Ich bin Schreiber. Echt jetzt? Was schreiben Sie? Es wird mich den ganzen Winter beschäftigen, der große amerikanische Meme. Was? Komm, spiel mit uns, Henry. Sicher, solange es nicht Fortnite ist. Kleine Schweinchen, lasst mich doch bitte rein. Na klar, komm doch rein. Fast! Tür ist offen. Nimm doch einfach den Griff an. Angst! Nein, gar keine. Ehrlich nicht? Es tut mir leid. Was wäre, wenn der Geist zurückkommt? Würdest du dich dann gruseln? Der Eigentümer des Hauses ist zurück. Er trägt eine Clownsmaske. Clowns sind gruselig. Der Barkeeper ist da. Hallo, Schwartz. Hallo. Nichts hier ist gruselig. Und du musst eine öffentliche Rede halten. Eine Rede, die du nicht vorbereitet hast. Ich rede am besten unter Druck. Ja, das ist immer so. Warum machst du Witze? Wie kannst du dich da nicht gruseln? Das war eine sehr gruselige Anspielung auf einen gruseligen Film. Er versteht es nicht. Er versteht nicht, was Furcht ist. Es sind die Feinheiten. Was Künstlerisches. Sogar der Typ von Winx war drin. Was fällt dir dazu ein? Ich habe noch eine für dich. Ist sehr kurz und sehr gruselig. Lass hören. Etwa vor 15 Minuten. Ja. Während Ray die Geschichte erzählte. Okay. Injizierte ich den Geschichtstank mit Schmetterlings-DNA. Entschuldigung, was? Oh, du hast mich nicht verstanden. Ich sagte, ich injizierte den Geschichtstank mit Schmetterlings-DNA. Und was heißt das? Schwartz! Krass, wow! Die Fürchtitolwerte steigen. Was? Und das Urinol. Eine Menge Urinol. Dein Geschichtsanzug wird zu einem Kokon. Oh, wartet. Was passiert? Wartet. Schwartz, kriegen wir es hin? Was geschieht mit mir, Schwartz? Tja, du bleibst in dem Kokon etwa einen Monat. Was? Was ist mit Verbrecherbekämpfen? Mit meinen Eltern, der Schule? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass du, wenn du aus dem Kokon kommst, du wahnsinnigen Drang hast, den Sommer nach Kanada zu fliegen. Nein! Es ist offiziell! Henry hat Angst! Ja! Was genau macht ihr
weiter. Ruhe, Charlotte, ich werde gleich eine Lutschi fangen. Es heißt Litschi. Nein! Schuld, ihr habt mich abgelenkt. Mein Wurf war krass. Das war knapp. Was war knapp? Wenn du das gegessen hättest, wäre ich... Ich höre nicht mehr zu. 5-Sekunden-Regel. Boah. Hab ganz vergessen, dass ich Lutschis hasse. Ja, mir geht's genauso, voll eklig. Das sind keine Lutschis. Habt ihr nicht das Schild gelesen, das nicht am Glas war? Das sind Alien-Eier. Das sind Alien-Eier. Das sind Alien-Eier. Oh, Alien-Eier. Schwartz sagt, wenn du eins isst, wächst und schlüpft es in deinem Bauch. Heißt das, ich bin mit einem Alien-Baby schwanger? Wir können erst in ein paar Tagen ganz sicher sein. Jetzt sind wir sicher. Du bist schwanger. Ich gratuliere. Yay! Hey, Henry, ein paar Diebe stehlen fett aus dem Restaurant, wo sie alles frittieren. Fry Me a River? Nein, Grease on Earth. Ah. Geh und halte sie auf. Okay, ist das Ray-Salat? Er wollte ihn nicht und es ist ein guter Salat. Weißt du, immer wenn ich was Gesundes esse, fühle ich mich gleich wie... Ich sagte, ich will keinen Salat, Charlotte! Ich weiß und deswegen will ich ihn ja essen! Die Bude ist eine Müllhalde! Ist das ein Crouton? Oh, Captain Nan trägt ja Gürtelgröße Äquator. Zu deiner Information, ich trage nicht Gürtelgröße Äquator, ich bin lediglich schwanger. Du bist schwanger? Er hat ein Alien-Ei gegessen, was jetzt in ihm wächst, erst seitdem ein richtiges Ekel. Was hast du über mich gesagt? Fett wird geklaut, die Uhr tickt. Richtig, ich bin unterwegs. Okay, kill dich, treff dich da. Mein Alter, alles klar? Ja, mein Bauch bringt mich nach oben. Gott, ich wusste, ich hätte keinen blöden Salat essen sollen. Du hast einen Bodencrouton gegessen. Es liegt nicht am Bodencrouton. Du hast Wehen. Du bringst gleich das Alien zur Welt. Das ist mega krass. Seht mich nicht an. Charlotte, hol Handtücher. Jasper, legt KDP auf. Wir bekommen ein Alien-Baby. Babyärmchen guckt schon raus. Es fehlen nur noch 11. Oh, komm schon. Hol's einfach raus aus ihm, Schwanz. Ja, ich will ein Alien-Baby sehen. Es hängt fest. Ich krieg es nicht raus. Zieh einfach fester. Ja. Kommt her und helft mir. Nein. Okay, schön. Ich hab noch eine Idee. Halt deine Lutschis fest. Man spricht es Lutschis. So süß. Es geht mir gut. Das ist der Vogel. Der, der deinen Mund für eine Toilette gehalten hat? Ja. Der, der deine Zunge gedüngt hat? Lass den Quatsch. Der, der die Po-Bombe auf deine Lippen abgeworfen hat? Ich sagte, lass den Quatsch. Woher weißt du, dass er es war? Ich habe ihn wiedererkannt. Für seine angesenkten Flügel bin ich verantwortlich. Wo hast du die hergeholt? Die halte ich für genau solche Momente versteckt. Zwitschernde Träume, Freundchen. Nein, 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 nein! Du hast die Envy Grandband gesprengt. Aber den Vogel habe ich auch erwischt. Hat er es wieder getan? Ja, er hat dich erwischt. Okay, Schritt 1. Jasper schleicht sich hinter den Vorhang mit Schwartz Supersauger und saugt die ganzen Trümmer von der alten Wand weg. Nice. Wenn Jasper wieder weg ist, positioniert Schwartz die Mini-Version der Wand an der richtigen Stelle und wirft den Wax Bro 3000 an. Was kann der Wax Bro 3000? Lässt Dinge wachsen, Bro. Bis dann. Ah, das könnte noch eine Weile dauern. Ich brauche noch etwas Zeit für das Stinktier-Schmetterling-Elchwandbild. Hashtag Pushtag kommt!
Hashtag Buschtag kommt! Hashtag Buschtag wird herkommen! Was? Hashtag Buschtag! Er ist auf der Strecke! Und in echten Worten? Hashtag Buschtag ist der erfolgreichste Envigrammer auf der Welt! Und? Und er hat 200 Millionen Follower und ist gerade auf dem Weg hierher für ein Foto vor der Wand! Hashtag Buschtag wird kommen! Hashtag Buschtag wird kommen! Mach ihm Platz! Aufpassen! Ja. Es ist soweit. Okay, wir müssen los! Like. Oh, es sieht so schön aus. Ich weine gleich. Folgen. Zeig mir die Wand. Okay, alle bereit, dieselbe Wand zu sehen, die hier schon die ganze Zeit steht? Seid euch sicher, ich bin es. Yep, dieselbe Wand. Kommt sofort. Ein... Halt mein Smartphone. Wieso? Du wirst ein Foto von mir und der Wand schießen. Und wie ich es habe. Ja! Nein! Na, halt die Klappe! Hast du das gesehen? Ist das etwa ein Tyrannos-Stiefel? Der im Film von Tyrannos getragen wird? Ja. Oh, wie ich diesen Film liebe. Er ist nicht wie der Tyrannos-Stiefel aus Ewigkeitskrieg. Wieder eine Überraschung. Ich kann jetzt wirklich nicht. Er ist der Tyrannos-Stiefel aus Ewigkeitskrieg. Oh nein! Das ist nein, das glaube ich einfach nicht! Möglich! Der steht doch im Museum für Supersachen aus Superfilmen, soviel ich weiß. Ja, die wollten ihn auch ins Museum bringen. Damit die ganze Welt Spaß daran hat. Aber ich habe ihn gekauft. Damit nur ich ihn genieße. Das ist eine Ego-Nummer, aber ich will ihn mal anziehen. Nur drei bestimmte Menschen dürfen ihn anfassen. Das bin ich, zum Beispiel ich selbst und ich nach Aisha Thompson, die Tyrannos im Film gespielt hat. Das ist doch nicht fair! Ich bin so sauer, ich kann auf der Stelle platzen. Vergesst es. Der ist sehr wertvoll für mich. Und ihr alle wolltet an meine Kiste ran. Ja, ich wollte sehen, was da drin ist. Mir auch peinlich. Sehr gut, seht immer schön auf den Boden. Und denkt dran, niemand darf den Tyrannos-Stiefel berühren. Niemand. Okay? Ich werde jetzt eine atomsichere Vitrine abholen. Ich traue euch allen. Oh, cool. Das ist wirklich nett von dir. Eine Sache ist klar. Ja? Dass ich jeden von euch, der meinen Stiefel doch berührt, echt fertig machen werde. Oh ja, jeden. Da klebt ein
ein Kaugummi dran. Wer klebt ein Kaugummi auf den Laufsteg? Egal, er klebt an Rays Stiefel. Macht ihn ab, bevor Ray wiederkommt, wie Leute. Denn? Keine Angst. Durch den Gefrierstrahler wird der Kaugummi eingehüllt mit Ultra-Eis. Dann schlagen wir einfach mit dem Hammer drauf und der Kaugummi zerspringt. Wow, aber können wir den Kaugummi nicht leichter vom Stiefel abkriegen? Ja, ich hol ein Taschentuch. Keins mehr drin, also einfrieren. Gut, Friri-Piri. Nur den Kaugummi, okay? Ich weiß, wie der Gefrierstrahler funktioniert. Das muss ich mir von diesem Bengel anhören. Was hat er? Ah. Ups. Jetzt ist der Stiefel gefroren. Mach den Kaugummi ab, Schwanz. Wen interessiert der Kaugummi? Ich will den Stiefel loswerden. Oh nein, Vorsicht! Oh Mann, nein! Hey, Cass? Mein Kaugummi ist nicht kaputt. Nein, das ist nicht meiner. So, also, dann wisst ihr ja auch genau, dass es unendliche Dimensionen im Universum gibt, von denen einige der unseren ähnlich sind. Ja, ist uns bekannt. Ja, ja, aber natürlich. Ja, ich fasse ich das ganz genau auf, das echt verstehe. Also, was haltet ihr dann davon, wenn wir Bill Evils interdimensionalen Transporter nehmen würden? Damit in andere Dimensionen fliegen, die wie unsere sind, und uns den Terranostiefel holen. Ja, eine Dimension wie unsere, aber ein paar kleine Unterschiede gibt es doch. Und zwar, zum Beispiel hören die Leute Charlotte zu und verhalten sich wie Katzen. Ach, es gibt eine Dimension, in der mir zugehört wird? Dann lass uns jetzt ganz schnell dahin dann fliegen, dann fliege ich okay? mit Jasper in die Katzendimension. Gut. Ja. Habt ihr den Stiefel? Ja, ja, natürlich. Stellt euch vor, die wollten echt so riesige Katzenbälle in Brand setzen. Feuer ist doch immer witzig. Jungs, Ray ist an Pepper vorbeigekommen und wird gleich hier sein. Mann, was machen wir denn jetzt? Okay, Leute, ihr müsst so tun, als ob ihr getötet seid. Schwarz! Okay. Also, ihr müsst jetzt wirklich absolut locker sein. Chillt einfach. Was? Chillen, hast du gehört? Schluss damit! Darum würde ich sagen, dass Ray bei einem Kampf gegen einen Vulkan gewinnt. Ja, das ist ja. Hey, Ray! Hey, ich hab dich gar nicht gesehen. Okay. Obwohl doch deine Muskeln so wahnsinnig groß sind. Im Moment interessiere ich mich mehr für den Stiefel als für meine Muskeln. Der steht da, wo du ihn gelassen hast. Ja, hier, wie du siehst. Okay. Yes. Die Magier-Lounge ist nur für Magier zugänglich. Das Schild habt ihr wohl nicht gesehen. Schild? Was denn für ein Schild? Ist kein Hier Schild. Ist keins. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Seht genau hin. Nun sehe ich auch. Das ist ja das Schild. Alles klar. Dankeschön. Ich bin Tatjana. Hey, Tatjana. Alter. Hey, Mysterio. Einen Trick, bitte sehr. Natürlich. Wählen Sie eine Karte. Jetzt wird es spannend. Karte. Das ist hier ja sehr ja immerhin aufregend. Um Zauberei. Sehen Sie sich die Karte an. Oh! Das bist du. Das bin ich. Das ist ja cool. Echt cool. Großartig. Darf ich die behalten? Was behalten? Okay. Ich bin Mysterio. Yeah. Und bitte eintreten. Danke, Mysterio. Respekt, Mysterio. Aber ich will die Karte haben. Ah, ohne Trick kein Zugang für Sie. Na okay, Tatjana. Das war witzig. Ich werde jetzt durch diese Tür gehen. Und Sie können mich nicht daran hindern. Wow. Wow. Ohne Trick kein Zugang für jetzt Sie. Jetzt versuche ich es. Hey, nicht möglich. Nicht zu fassen. Also, wir tun Folgendes. Wir verschwinden jetzt, meinst du? Natürlich nicht. Okay. Ich glaube, wenn diese Tür zu dieser Tür führt, dann geht es durch diese Tür direkt zur Magier-Lounge. Niemals. Mhm. Ich meine,
Niemals! Mhm. Das heißt, er ist jetzt... Soll ich aufmachen? Aufmachen, bitte. Na, dann mache ich mal auf. Wow. Oh ja. Wow. Toll. Wow. Ich hab da kaum Luft gekriegt. Tatjana. Dankeschön. Ich bin Tatjana. Oh ja, und wie? Ich weiß ja nicht, wie ihr zwei hier reingekommen seid. Aber ich werde euch zeigen, was wir mit Betrügern so machen. Wow, was war das denn? Das sind Rasierklingenkarten. Ich bin hier sowas wie dieser König. Und wisst ihr was? Ihr seid beide Joker. Verflucht, Brad, jetzt hilf uns doch gefälligst! Die nächste Karte, lieber Freund, fliegt direkt auf dein... Mein Hintern? Nein, auf dein Herz. Ah. Und nun leb wohl für immer, Trick Boy. Das ist nicht mein Name. Ah! Oh! Direkt auf meine Schulter. Brad! Wurde auch Zeit. Was? Jetzt befrei mich doch mal, Brad. Hey, Volltreffer. Ich wollte es du treffen. Eine Frage, wer redet da? Na, das bin ich. Aha, und wer schlägt mich? Aufhören! Jetzt geht's. Aufhören! Mehr Klapsen! Das tut zwar nicht weh, aber es nervt. Aufhören! Vielleicht tut das aufhören. Ein bisschen Na, mehr weh! Bist du ein unsichtbares Kind? Also, ich gebe jetzt auf, Jungs. Ich bin völlig fertig! Ist okay, Brad. Den Rest mache ich. Ach, du großer Houdini, er hat sich in einen Vogel verwandelt. Gut, du hast gewonnen, Stu. Wer fehlt mir? Er ist doch aber noch da. Nein, bin ich nicht. Den schnapp ich mir. Was? Nein, 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 tu das nicht. Hör auf. Nein, 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 nein. Au, ja, richtig. Au. Gut gemacht, Brad. Das war so anstrengend. Gute Arbeit, Trick Boy. Das ist nicht mein... Danke. Henry, du bist es wirklich. Ja, hey, wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Passt auf, die ist gefährlich. Okay, kommen Sie nicht näher, Lady. Wir wollen Sie nicht verletzen. Hey, ich war noch nicht für... Wir wollen auch nicht, dass Sie uns verletzen. Ich würde dir nie was antun. Ich bin deine Schwester. Was? Ich bin es, Piper. Was? Aus der Zukunft. Was? Die kommt doch nicht aus der Zukunft. Sie ist hier einfach reingelaufen, diese Irre. Bestimmt auf der Suche nach Trockenfleisch. Doch, ich komme aus der Zukunft. Aber ganz ehrlich, hast du etwas Trockenfleisch, weil ich jetzt nichts lieber hätte? Hier, bedien dich, verstrobelte Alte. Seht ihr? Oh, in der Zukunft ist das Einzige, was wir von den Robotern kriegen können, eine langweilige Vitaminpaste. Tja, bei uns in der Gegenwart ist das so, dass du nichts über mich, Henry oder die Manhülle wissen darfst. Schwartz, holst du bitte den Gedächtnisauslöscher? Na klar. Uns läuft die Zeit davon. Piper ist in großer Gefahr. Wir müssen jetzt los und ihr helfen. Wieso? Ja, wieso ist Piper in Gefahr? Ihr glaubt diesen Quatsch nicht wirklich. Naja, du und Henry seid schon durch die Zeit gereist. Daher wissen wir, dass Zeitreisen möglich sind. Ja, sie hat recht. Wir müssen wirklich los. Bring mich zu deinem Haus, zu unserem Haus, an den Ort, wo wir aufgewachsen sind. Wenn du wirklich daherkommst, wie du sagst, wieso gehst du nicht allein dahin? Sehr gut, Jasper. Dankeschön. Weil das, was Piper bevorstehen wird, mir bevorsteht. Schaff das nicht allein, es geht nicht ohne Hilfe. Was ist los mit dir, du Schrulle? Mir ist los, dass ihr Piper nicht sagen dürft, wer ich bin. Kein einziges Wort über mich. Wieso nicht? Na, weil, sieh doch mal. Wenn Piper rausfindet, dass sie irgendwann so aussieht, wird sie niemals die Menschenrebellenarmee anführen. Und dann ist sicher, die Roboter gewinnen. Frage. Seid ihr in der Zukunft alle irre? Hör auf, Mann. Nein, Mann, hör du auf. Nimmst du diesen Blödsinn etwa ernst? Ich weiß es nicht, Mann. Deiner Schwester geht's gut, sie ist irre, sie gehört eingewiesen. Bleib zurück! Wieso? Er ist hier, weil er Piper vernichten will. Denn? Der da? Der Kleine da? Ja! Die Roboter verkleiden sich, um wie Kinder auszusehen, okay, damit wir Menschen nicht die Bedrohung erkennen. Ich werde das hier drüben klären und du gehst inzwischen duschen. Wisst ihr, ich habe den besten Riecher für Gefahr und dieser kleine Kerl hier tut meiner... Es ist wahr! Ich sag's doch! Alles, was du gesagt hast, ist wahr! Ich sag's doch! Okay. Wir müssen Piper beschützen, okay, koste es, was es wolle. Ja, ich denke, ich mach das von drin. Vielen Dank, Bro!
Was geht hier vor sich? Wieso denkst du, dass irgendwas vor sich geht? Okay, langsam glaube ich der verrückten Alten, was sie sagt. Kann mir bitte endlich jemand sagen, was hier los ist, und zwar sofort? Okay, jetzt nicht ausflippen, aber da wartet ein Roboter auf dich, der hier ist, weil er dich vernichten will. Was? Ich hab dir doch gesagt, nicht ausflippen. Keine Sorge, wir beschützen dich, Kleines. Das Monster! Ich fühle mich so sicher. Das Ding ist gleich da. Wie lange brauchst du noch für die Zeitfalle, Schwartz? Noch eine Minute, wenigstens. Kein Problem. Okay, vielleicht doch ein Problem. Schneller, mach schon. Schneller, bitte. Mach schneller, 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 mach schneller. Hab dich. Der ist schwer wie ein Stein. Wie lange dauert es noch mit der Falle, Schwartz? Ich füge nur noch mehr blinkende Lichter hinzu. Sind die wirklich notwendig? Nein, gar nicht, aber sie sehen cool aus. Schwartz! Funktioniert. Ja, er steckt in einer Zeitschleife fest. Echt unglaublich. Jetzt erlebt er dieselben 3 Sekunden wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Wir verstehen es. Lass mich nicht bauen! Captain Man, Notruf. Ihr Weihnachtsbaum liegt im Sterben? Ja, wir kriegen viele dieser Anrufe. Alle Weihnachtsbäume in Swellview sterben. Geht nicht auf, Baum! Kämpfe! Zeughaltung, Mary. Das sind die Nachrichten. Man zählt auf uns. Ich will dich nicht verlieren. Er ist gegangen. Ich werde dich nie vergessen. Wir sind wieder da. Wir haben einen neuen. Wie gut. Er hat 4 Saft verloren. Ich weiß nicht, wie lange er noch hat. Die Äste sind intakt. Ich denke, wir retten ihn. Hoffe nicht zu früh, Rookie. Dieser ist ein Kämpfer. Ich fühle es. Vorsicht! Was ist das? Ich muss herausfinden, warum die Weihnachtsbäume alle eingehen. Was hast du vor? Erstmal fragen, was ihn getötet hat und darauf warten, dass er es mir sagt. Mach das! Nee, nee. Was? Der Trichter verwandelt Baumschwingungen in menschliche Sprache. Wenn ich ihn an den Baum hänge, wird er mit uns reden können, genau wie ein Mensch. Ja, Kauderwelsch. Willkommen in der Mannhöhle, Rookie. Warum nennt mich hier jeder? Ich spüre meine Wurzeln nicht. Sag, wer oder was hat dir das angetan? Es war... Er ist tot. Meinte er Mo wie Monster? Oder meinte er Mafia? Ich meinte Motte! Ich dachte, du seist tot! Noch nicht! Aber ich sterbe! Jetzt! Also... Motten fressen die Bäume? Das ist richtig! Da! Alter, du sagtest, du wirst eingehen! Und das, mein Junge, tue ich jetzt! Swellview hat eine neue, schwere Plage. Leute, ich denke, der Baum hat recht. Sie befallen die gesamten Weihnachtsbäume der Stadt. Ganz richtig, Motten. Sagte ich doch! Sei still! Ich komme! Die erst neu in Swellview entdeckte javanische Baummotte nimmt überhand. Sie tötet alle Weihnachtsbäume der Stadt. Sie sind tot. Meine ist ruiniert. Mary, bitte. Du kannst Weihnachten nicht ohne Bäume feiern. Richtig, Mary. Weihnachtsforscher sagen, wir sind ohne die geschmückten immergrünen Tannen nur ein Haufen Verrückter, die Zeugs austauschen.
Offizielle Stellen sagen, durch das verdorbene Weihnachten werden die Swellviewer anfangen, sich gegenseitig zu hassen und die Stadt zu zerstören, die sie lieben. Du bist scheußlich und ich hasse einfach alle! Es tut uns leid. Du solltest etwas tun. Meinst du, man kann was tun? Kid Danger ist ein Promi. Geh ins Fernsehen und sag den Menschen, was sie denken sollen. Ja, sag ihnen, Weihnachten funktioniert auch ohne Weihnachtsbäume. Warum? Eine Menge Menschen hören auf Captain Man, oder? Erstens war Ray den ganzen Tag nicht zu sehen. Und zweitens... Bitte, Mary, wir senden live. Nicht jetzt. Ich weiß nicht, was ich anderes tun soll. Angefangen. Jetzt ist gut. In Ordnung, ich tu's. Gut. Währenddessen mache ich einen kleinen Ausflug in den Wald und suche mal nach den japanischen Motten. Oh, brauchst du Hilfe? Sicher doch. Piper, kommst du mit? Ich fahre. Ich habe den Führerschein. Das war klar. Vorsichtig. Lass das. Wir sehen uns später. Nein, warte mal, bleib hier. Du kannst doch nicht einfach weglaufen. Was? Du kannst nicht einfach gehen. Wir müssen eine Verbrechenswelle bekämpfen. Oh, nein, nein. Von einer Welle reden wir erst bei 3 Verbrechen. Wir haben nur 2, also ist das hier doch nur ein Bach. Und ein kleiner Bach hält nicht wach. Wir sehen uns später. Weg mit dir, ich muss ins Kino. Was ist denn mit deinem Mund? Handy im Mund? Die Polizeizeichnung kommt rein. Ich habe überhaupt nichts Verbotenes getan, nur laut telefoniert. Und auf einmal kam einer angerannt und hat mir mein Telefon in den Mund gestopft. 3! Das ist eine Welle! 3 Verbrechen! Ein Bach! Eine Welle! Bach! Eine Welle! Bach! Dein Bach ist doch schwach! Was treibt sich auf Welle? Denk einfach nach! Mir fällt einfach nichts ein! Alter! Jetzt lass mich bitte mal in Ruhe, cool. Ich muss weg! Wie konntest du denn simsen? Ganz einfach mit meiner Zunge. Respekt. Leute, hier ist die Polizeizeichnung von den ersten 2 Opfern. Das ist Mr. Nice Guy. Na, ist der das? Welle. Oh, das ist jemand auf der Tür. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt die Postschnecke mit der Schneckenpost für den Posteimer, oder? Hallo? Oh, hey. Na, was läuft, Mr. Wallaby? Fan. Huh? Das sind Captain Man und Kid Danger. Hör mal bitte, zeig nicht mit dem Finger auf andere. Das ist gegen die Regeln und ich hab doch gerade das Lied gesungen. Also mich stört das überhaupt nicht. Mich auch nicht. Ich zeig einfach zurück. Zeigefingerparty! Nein, bitte nicht. Tränenstimme. Leise. Hinterbringe das Schweigeglöckchen, meine lieben Kinder. Also bitte seid lieb und setzt euch wieder hin. Ja, so gefällt mir das. Und nun begrüßen wir unsere lieben Gäste, die sich nicht die Füße abgetreten haben, bevor sie eintraten. Ach, gehört das auch zu den Regeln? Ich denke, das wissen Sie ganz genau. Sorry, Boss, dann werde ich sie mir jetzt abtreten. Oh. Abtreteparty! 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 Hört mal bitte, das Schweigeglöckchen klingelt. Lärm ist hier verboten! Na, da hat wohl jemand seine Drinstimme vergessen. Und zwar der da. Nicht mit dem Finger zeigen. Kling, klingeling, oh. Ach, da ruft mich wohl gerade irgendjemand an. Ach ja, auf deinem Handytelefon? Ja, offenbar. Oh nein. Hallo? Das tut mir richtig weh. Ja, das bin ich, genau. Was? Ich soll noch ein bisschen lauter reden? Na gut, okay. Benutz deine Tränenstimme. Beim Niesen den Mund abdecken. Er befolgt einfach nicht die Regeln. Ich liebe diese Chips. Die Chips sind echt super. Ja. Ich hab gern vollen Mund. Wir halten den Mund beim Essen immer geschlossen. Also geht es nicht. Also, Sie die Chips auch so gern? Nicht mit dem Finger zeigen. Wissen Sie, ich hab genug von den Chips. Was soll ich jetzt mit der Tüte machen? Also, was soll der Blödsinn? Ich sehe hier irgendwo einen Eimer. Wo ist der Mülleimer? Wieso? Da steht doch einer. Ah. Da hat er recht. Aber ich... Ich finde, sie gehört... Lass sie jetzt einfach runterfallen. So zum Beispiel.
Das reicht! Drinstimme, bitte. Ich bin nicht mehr Mr. Wallaby! Ja, da hast du völlig recht. Seit Jahren versuche ich, euch Manieren beizubringen. Aber auf mich hört ja keiner. Und darum zwinge ich euch gutes Benehmen auf. Jetzt nicht mehr, Kumpel. Ja, sie gehen ins Gefängnis. Und weißt du was? Guter Plan, Ray. Danke. Respekt. Okay, dann schicken wir ihn. Mr. Wallaby anlegen? Oh, Mr. Wallaby ist aber fit, Alter. Okay. Alles klar, das bedeutet... Laserparty! Yeah!